Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Halt, 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 was mache ich denn? Ich darf die Maus nicht bewegen. So, ich muss jetzt aber auch noch aufpassen. Die Sonne steht schon ziemlich tief, weil ich noch ziemlich viele Änderungen Bison gemacht habe. Das ist jetzt kein einfaches Bison mehr. Das ist jetzt eine brutale Kampfmaschine. Also erstmal habe ich diesmal korrekt verbunden, einen Raketenwerfer und einen Turret. Ein Gatling Turret. Und ich habe hier vorne Gatling Guns angebracht, die ich direkt schießen kann. Die natürlich am besten aus der Frontalposition zu schießen sind. Und dann hoffe ich, das klappt jetzt besser. Natürlich habe ich diesmal gespeichert, das hatte ich nämlich beim letzten Mal nicht. Ach ja, wie ihr sehen könnt, habe ich noch ein paar andere Änderungen gemacht. Huch. Ist. So, da sind unsere Gegner vom letzten Mal. Hoverbikes, Heavy Fighter und so weiter und so fort, die uns alle nicht wirklich interessiert haben. Das Schöne ist, ich kann jetzt die beiden Turrets erstmal voll auf Automatik lassen. So, da hinten ist unser Ziel. So, ich gehe mal kurz rum. Ich habe da noch eine kleine Plattform gebaut, damit das nicht nochmal passieren kann, was in der letzten Folge passiert ist. Dass ich nämlich aus Versehen abspringe. Wenn ich aus Versehen aussteige, stehe ich immer noch auf dieser kleinen Plattform. Und es hat ein bisschen Form gegeben und ich konnte eben noch Bremstriebwerke anbringen. Das Einzige, was noch ein bisschen unschön ist an der Stelle, ist, dass die Batterien so offen da sind. Panzerung hat das gute Stück halt jetzt kein bisschen. So. Dann mal das Übliche, hier ein bisschen so rum. Was ich allerdings halt immer nach wie vor noch nur mit dem Turret habe, ist die Vergrößerung, die ich halt brauche, um etwas aus mehr als 800 Meter Entfernung sauber abschießen zu können. Deshalb kann ich nach wie vor interessant. Natürlich muss ich trotz allem noch näher ran. Was mir halt jetzt gerade aufgefallen ist, ist, dass das Hovercraft, das uns beim letzten Mal immer ein bisschen verfolgt hat, nicht zu sehen ist. Es kommt doch jetzt sicher gleich in den Sichtbereich. Oh, oh. Ist er tatsächlich noch nicht gespawnt? Okay. Wäre vielleicht einfacher, die Blöcke unten dran zu zerschießen. Ich frage mich auch gerade, offensichtlich hat es da drin
Und auch da gilt natürlich, letzten Endes ist alles viel einfacher, wenn ich Blöcke zerschieße. Ich kann vielleicht ein bisschen weiter oben ziehen. Blöcke sind aber auch extrem haltbar. Da die Turrets auf Automatik stehen, kriege ich mit, falls sich jemand anschleicht, während ich hier am konzentrierten Schießen bin. Einen Block hat es gekostet. Die Antenne steht aber noch. Wieso steht die Antenne noch? Ah, sie steht nicht mehr. Sehr schön. Und dann warten, bis sich das Ding dreht. Den Beacon zerschießen. Es wundert mich ja, also offensichtlich kam der Speeder das letzte Mal von der anderen Stelle, wo wir das Dings untersucht hatten. Das offensichtlich gestrandete Schiff, das einen härteren Endgegner abgibt. Wow, der Beacon hält auch was aus. Jetzt wird es dann so langsam dunkel. Nun, ah, da. Ich dachte gerade, wo ist denn... Vielleicht das Wichtigste, dass wir erstmal das Turret hier unten zerschießen, solange wir es noch sehen können. Das hält aber diesmal was aus. Brennt immer noch nicht. Einen kleinen Schritt weiter nach hinten. Jetzt. Okay. Was ist die größte Schwachstelle? Wahrscheinlich die Verbindung.
gucke gerade, ob ich noch von außen hier irgendwo Turrets sehe, aber aktuell nicht. Irgendwas ist jetzt explodiert. Ja, aber die Beacon war es nicht. Nur einer der Scheinwerfer. Wieso hat der Beat noch Energie? Hat er nicht mehr? Okay. Jetzt auf die andere Seite fliegen und den Raketenwerfer ausschalten. Moment, der Beacon ist noch nicht kaputt, oder? Oder ist es noch irgendwas da? Okay. So, wir müssen den Raketenwerfer noch ausschalten. Nochmal eine Antenne? Nee, das sind Schweißgeräte. Okay. Geht doch nichts über einen anständigen Helikopter. Das Ding ist auch nicht zum Aufgeben zu bewegen. Jetzt. Gut, oben sehe ich nichts mehr. Wir tapsen uns mal ein bisschen runter. Und ich versuche mal ein Flyby. Dann finde ich ganz schnell raus, ob da vielleicht noch irgendwo ein Turret ist, das unserem Schiffchen gefährlich werden könnte. Ja, da ist noch eins. Könnte das sein? Das Dumme ist, dass es jetzt natürlich dunkel ist. Hilft nichts. Ich muss noch mal kurz in Reichweite fliegen. Ja, das hilft auch nichts. Ich glaube, jetzt
Jetzt kann ich meinen Anflug und Angriff erstmal abbrechen. Denn ich sehe einfach nicht mehr genug. Also fliegen wir zurück nach Hause. Basteln ein wenig. Bis die Nacht vorüber ist und dann schauen wir weiter. So, hier Roamerfly und Shockwave Heavy Fighter. Die wären jetzt in unsere Richtung unterwegs gewesen. Die folgen uns vielleicht bis zur Basis, aber das soll mich nicht weiter stören. Die letzten zwei Angreifer auf unsere Basis waren innerhalb von Sekunden erledigt. Wisst ihr, was mich ärgern würde? Mit dem ganzen Spawn und Despawn von Stationen und allem. Das ist noch nicht mal extrem ausgeschlossen. Dass die Schäden repariert sind, wenn wir das nächste Mal hierher zurückkommen. So, was ich in der Basis dann brauche, sind noch ein paar Turrets an der Station selbst. Wir haben Beleuchtung, aber die hilft natürlich auch nur begrenzt im Dunkeln. Das Ungünstige ist an dieser Stelle, dass es halt so weiß wie im Tal liegt. Unser Schattenschiff. Was? Was willst du mir da gerade anzeigen? Mit dem rot unterlegten? Schatten. So, wir sind verbunden. Triebwerke aus, Batterien auf Aufladen, Licht aus. Und dann erstmal schnell testen, ob irgendwas beschädigt wurde. Oh ja. Ausgerechnet Steel Plates.
Das, wovon ich am wenigsten habe. Ja, wie ich es erwartet hatte. Als erstes schießen sie auf die Batterien nicht mal großartig auf die Geschütze. Die Batterien sind das größte Primärziel. Ah, gut, fliege ich. Warte, war da nicht gerade noch was? Nee. Unten. Hier. Auf mich haben sie also auch geschossen. Aber ihr habt mich nicht gekriegt, der Cheap Benji. Ja, ja, ach ja, die Gatling-Kanonen und Remote Control, das waren die Sachen, die ich noch an frischen neuen Ideen aus dem Links geholt habe. Aus dem abgestürzten Teil. Es ärgert mich jetzt. Warte mal, wie viel Stahlplatten habe ich noch? Ah ja, hier ist AI, die wir gefangen genommen haben. 380 Stahlplatten. Damit kommt man halt nicht so extrem weit. Einen Buggy brauche ich nicht bauen. Man kommt hier eh fast nirgends hin mit meinem Buggy. Also der übernimmt. Der Bison aktuell die volle Funktionalität. Das heißt, alles, was es sich jetzt um Ausbauen dreht, betrifft wirklich nur die Station. Stahl haben wir allerdings da nicht genug. Ah, jetzt weiß ich, was ich noch hatte vergessen. Also als allererstes, dadurch, dass ich die Scheinwerfer hier angebracht habe, brauchst du hier noch was, auf dem das Ding stehen kann? Das ist das Ding hier ja nicht mehr direkt im Schwerpunkt. Und dann müssen wir noch eine schöne Stelle finden und das habe ich jetzt schon unterhalb vom Sitz. Für einen Erzdetektor. Ich dachte noch, was braucht das Ding? Einen Motor. Und das braucht ihn doch. Eine Stelle, ich bis jetzt sagen, habe ich nur wirklich eine Stelle mit Erz gefunden. Abgesehen natürlich von Eis. Und das war da hinten Gold. So, aber da ich zwei Folgen zusammengeschnitten habe, wahrscheinlich. Würde ich sagen, an dieser Stelle mache ich dann erstmal Schluss für heute und wir sehen uns demnächst wieder. Bis bald!